So, guten Morgen, alles gut bei dir? Guten Morgen, Leute aus Kroatien. Die Sonne geht da hinten gerade auf. Oder nein, nicht lang auf. Ich habe eh kein gutes Zeitgefühl mehr, denn ich habe gestern nur eine Stunde im Auto geschlafen und diese Nacht jetzt 11 Stunden. Es ist kurz vor 8, gleich ist Drivers Briefing an der Rennstrecke in Grobnik. Unten ist ein schöner Markt, leider keine Zeit, das auszuchecken. Aber Kroatien ist echt richtig schön, bis jetzt die Rennstrecke ist auch ultra schön gelegen. Ich habe mein Speaking Racing Shirt an und das gibt es nicht mehr lange, Leute. Es wird nicht mehr nachproduziert und für die letzten Speaking Racing Shirts, die es jetzt in den nächsten Tagen noch zu kaufen gibt, auf speakingstore.de gibt es zu jeder Bestellung eine Autogrammkarte dazu. Das heißt, checkt es auf jeden Fall aus. Erster Link in der Beschreibung. Spiegelstore.de. Ich mache nochmal hier oben eine Karte, dann könnt ihr einfach da direkt aufklicken. Dann kommt ihr zum Store und ich gehe jetzt hier direkt zur Rennstrecke. So, guten Morgen, alles gut bei dir? Gut geschlafen? Ja, wunderschönen guten Morgen an einen der feinsten Racer, den wir haben. Stolz können wir sein auf dich, Felix. Wir drücken da die Daumen. Wir haben erstmal aber was für dich. Wir haben eine Kleinigkeit für dich. Oh, oh. Oh ja, du hast ja schon die ganze Zeit gewünscht und jetzt, tada, oh, eine Spiegel Racing Jacke für dich. Dankeschön, Dankeschön. Bitte, bitte. Danke. Gerne, gerne. Aber, mein tausend Dank. Ah, herrlich, herrlich. Bin überhappy. Ah, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Zu danken, alles gut. Ihr seid ja hin. Deswegen war ich zu spät. Hey, Futternight hier. Schön Frühstück. Alles klar, alle unsere Streckenbrecher jetzt also auch versorgt mit Speak and Racing Merch, einer der letzten Exemplare der Jacken, die wir bekommen. Ich frühstücke jetzt hier noch schnell fertig und dann geht's schon rein. Ganz cool. Es geht auf ins Qualifying, Leute. Ich habe mich schon mal direkt hinter den David Freiburg Haus gestellt. Ja, ich habe keine Ahnung, wie es wird. Wir sind gestern alle mit kaputten Reifen gefahren. Jetzt haben alle brandneue Slicks hier drauf. Wer besser damit umgehen kann, der startet ganz vorne. Und das Qualifying ist heute richtig wichtig, denn überholen wird schwer auf der Strecke. Deswegen hier konzentrieren. Versuche mich an David Freiburg Haus ranzuhängen, dass ich schon mal Gas gebe. Der Meister führt. Jetzt gibt er richtig Gas. Es kann gut sein, dass jemand rausfliegt und dann gibt es rote Flagge und Qualifying wird abgebrochen. Deswegen muss direkt am Anfang eine gute Runde fahren. Das ist das Ziel. Also, los geht's. Aber man merkt schon, jetzt schon lassen die Reifen nach. Man merkt halt auch jetzt schon, die Reifen lassen nach. Also im ersten Qualifying, die ersten drei Runden mit den Reifen, boah, haben die gehalten. Und dieser Asphalt hier, ich zeige euch gleich mal den Asphalt, der ist hier so kaputt. Und jetzt werden die Zeiten, weil die Reifen halt durch den Asphalt schlechter werden, deutlich schlechter. Aber ich zeige euch mal, ich nehme mal Moment, Leute, ich zeige euch mal den Asphalt, wie der hier aussieht. Schaut euch an, Leute, hier sind einfach diese riesigen Risse im Asphalt. Und die ganzen Steine kommen eins natürlich hier auch noch so ordentlich hoch. Und das ist gerade die Boxengasse, aber es sieht nicht anders aus hier auf der Strecke. Ist genau dieselbe Kacke. Und das ist das Problem. Und das machen halt für alle hier, die Reifen richtig kaputt. Na, aufgeregt? Niemals. Die machen da vorne schon Platz. Ja, sehr gut. Was glaubst du, was wir da machen? Ah, wir haben so eine Wette am Laufen, der Ricardo und ich. Okay. Na, wollen wir sehen. Wollt ihr uns die mitteilen oder erst später? Später, sonst hört Dennis das. Okay, alles klar. Na? Los geht es, Leute. Wir sind in der Startaufstellung, Platz 7, also zwei Plätze hinter mir startet der Dennis. Hoffen wir mal, dass er hinter mir bleibt. Vor mir steht allerdings Burak Günzel direkt da vorne.
Und der ist in der Meisterschaft nur 6 Punkte hinter mir. Das heißt, wir beide kämpfen um Platz 5. Mit nur 3 Plätzen vor mir hätten wir schon Gleichstand. Dementsprechend hoffe ich natürlich, ihn am besten überholen zu können im Rennen. Wenn sich da vorne jemand rausschießt, dann ist vielleicht sogar noch sowas wie Platz 5 drin. Das ist so ein bisschen mein Ziel. Aber nicht zur Erwartung, Leute. Gut durchkommen, Platz 5 in der Meisterschaft sichern. Und dann wäre ich fürs ganze Wochenende schon zufrieden. Aber naja, jetzt erstmal das erste Rennen. Los geht's. Und damit willkommen zurück aus der Sprengerkabine, die sich diesmal im Auto am Straßenrand befindet. Aber zurück, Leute, ins Renngeschehen. Das hier ist das Ende der Einführungsrunde. Es ist jeden Moment bis zum fliegenden Start. Hier immer schön hier hinten dran bleiben und den richtigen Moment erwischen, wo man Gas geben kann. Da vorne wird rumgespielt an der Spitze, wer wie wann Gas gibt. Weil ihr seht, jetzt ist Vollgas angesagt. Ich starte also auf Position 7 oben links, seht ihr das. Und da rechts natürlich die Anzeigegeschwindigkeit und so weiter. Und damit bewegen wir uns ja hier gerade auf die erste Kurve zu. Und für mich sieht es nicht wirklich nach einer Überholchance im Moment aus. Das Ganze Feld verfährt hier ohne Probleme erstmal durch. Ich komme ein bisschen weit raus, ein bisschen übermütig. Leute, habe mich auch erst sehr spät hier in den vierten zurückgeschaltet und jetzt Vollgas. Leute, das ist zu viel. Dann gehe ich links raus aufs Gras, muss das Auto kontrollieren. Das ist nicht komplett raus. Ich komme zurück auf die Straße, habe schon 2 Plätze jetzt direkt verloren. Unter anderem jetzt gerade direkt vor mir Dennis. Und ich kann Dennis jetzt hier aber direkt in der nächsten Kurve Gott sei Dank gerade so wieder überholen. Aber ich bin damit jetzt erstmal zurückgefallen auf den 8. Platz leider. Also einen Platz nach hinten. Und jetzt muss ich hier erstmal schauen, dass ich irgendwie wieder aufholen kann nach vorne Richtung P7. Und vor mir, der Günzef, Leute, ist 2 Plätze vor mir gerade unterkommen, jetzt relativ gut nah ran, geht wieder Vollgas und bleibt bis zu viel, muss wieder aufpassen, das Auto hier nicht ausbricht, Leute, also hier kann es ganz schnell vorbei sein, ich spule gerade mal ein bisschen für euch vor, bewegen uns jetzt zu auf die zweite Runde, jetzt sind wir hier zurück. Und ich bin immer noch auf dem 8. Platz, mache hier aber natürlich sehr viel Druck. Und das reicht, Leute, denn da kommt der Fehlerverbremser. Und damit bin ich zurück auf der Position 7. Und jetzt ist direkt vor mir Günzef und dem bin ich jetzt richtig auf den Fersen. Wir sind gerade 2-3 Runden nach vorne gesprungen. Das ist mein Konkurrent in der Meisterschaft um Platz 5. Im Moment ist er 6 Punkte hinter mir. Und ich möchte natürlich diesen Vorsprung weiter ausbauen. Und deswegen setze ich jetzt hier in seinem Windschatten an. Vom 4. Gang in den 5. Gang hochschalten, komme immer näher. Jetzt, wo er schaltet, kann ich aus dem Windschatten nach links ausscheren. Bin neben ihm. Und wir haben ungefähr dieselbe Geschwindigkeit. Vielleicht 1 km/h mehr habe ich. Und damit sich langsam aber sicher ganz klar, Leute, bei 200 km/h hier mit den Reifen direkt nebeneinander. Aber ich kann mich behaupten, Leute, und bin jetzt erstmal nach der ersten Kurve hier in der 5., 6. Runde bin ich vorne. Aber für das ganze Rennen, Leute, wir werden uns die ganze Zeit hier weiter behaken, jetzt hier nicht wieder zu weit rauskommen. Leute, nehmen den Körper nochmal fast mit und die sind sehr hoch und nicht so schön hier in Grobnik zum Drauffahren für die Crossbows. Aber im Moment also erstmal weiter vorne. Wir springen mal wieder ein paar Runden nach vorne, denn natürlich lässt er da hinten nicht nach. Er möchte natürlich auch um die Meisterschaft fighten. Und ihr seht ja schon in der kleinen Rückkamera, dass er direkt an mir dran ist. Ich gehe ein bisschen weit hier in der letzten Kurvenkombination vor Startziel. Da ist er schon fast direkt an mir dran und kommt besser raus. Ich nehme noch ein bisschen Gras mit, habe also nicht ganz den Topspeed. Das heißt, er saugt sich jetzt gerade im Windschatten hinten an mich ran. Und es könnte seine Chance sein, ihn jetzt zu überholen, mich zu überholen. Da stört er aus, Leute, und da ist er genau neben mir. Und da kommt er mit ordentlichem Geschwindigkeitsüberschuss. Setzt er sich da einfach mal neben mich. Und ich bin jetzt erstmal wieder zurück auf den 7. statt den 6. Platz. Und muss jetzt hier in der Kurve gucken, ob ich vielleicht die besser nehmen kann. Er hat sehr spät gebremst und ein bisschen kleinen Quersteher gehabt. Und dadurch kann ich mich erstmal wieder behaupten und bin doch wieder vorne auf dem 6. Platz. Aber das war noch nicht alles. Es liegen noch viele Runden vor uns. Wir werden uns weiter behaken. Aber erstmal die Faustballen, denn das war sehr wichtig, dass ich ihn gerade überholt habe. Für eine Action hier, Leute, wir befinden uns in der drittletzten Runde. Im Moment bin ich wieder auf P7 und ich muss unbedingt für die Meisterschaft Günzef überholen. Deswegen bin ich jetzt direkt neben ihm ran, komme gut aus dieser Kurve raus, besser als er auf jeden Fall. Kann mich jetzt also gleich im Windschatten erstmal an ihn ransaugen und es ist nicht mehr viel Zeit, Leute. Ich muss ihn unbedingt jetzt so langsam überholen, um mich vor ihm zu behaupten. Das heißt, hier jetzt wieder in den 5. Gang hochschalten. Wir nähern uns wieder der 200 km/h Marke und ich sauge mich im Windschatten ran, leicht nach rechts angetäuscht und gehe dann links vorbei, aber es reicht nicht ganz, Leute. Ich komme näher und näher, direkt vor der Kurve sind wir jetzt nebeneinander. Könnte es vielleicht doch reichen? Wir bremsen beide gleichzeitig, nicht ein mini bisschen vor ihm und bin dadurch vorne sehr spät wieder geschaltet. Aber es reicht erstmal, um vorne zu bleiben. Ich spule ein bisschen vor, Leute, hier. Das war jetzt richtig hart, die letzten Runden lang hier noch irgendwie
zu hoffen, dass ich vorne bleiben kann. Ihr seht, im Moment bin ich vorne. Man sieht ihn immer mal kurz auftauchen. Hinten, er versucht es gerade wieder, aber er kommt nicht vorbei. Das hier ist jetzt schon die letzte Runde und er ist immer noch nicht da. Ich kann noch nicht weiter vor ihm behaupten. Die letzte Kurvenkombination hier, Leute. Ich komme relativ gut raus und er ist hinter mir. Er ist im Windschatten. Er könnte jetzt nochmal nah rankommen, aber er schafft es nicht, Leute. Das ist damit der sechste Platz und er fühlt sich wie ein Sieg an, Leute. Mega gut. Ich habe also meinen direkten Meisterschaftskandidaten, da kommt er links zu mir, was für ein Fall. Wir haben uns beide gefreut darüber, wie viel Spaß das Rennen gemacht hat. Aber ich konnte ihm zumindest 2 Punkte nochmal abluchsen, damit habe ich jetzt insgesamt 8 Punkte Vorsprung auf ihn in der Meisterschaft. Und es gibt nur noch morgen das letzte Rennen, da kann man sich mal so richtig freuen. One of the best races in the season. Thank you. Thank you. Thank you. Without touching, we were turning like 150. We just talk about it. And we did it. Wir haben vor dem Rennen schon darüber gesprochen, Leute. Das ist Günther Burak. Wir sind zusammen Meisterschaft 5. und 6. Er ist nur 6 Punkte hinter mir. Und jetzt bin ich knapp vorhin gelandet. Wir haben die ganze Zeit ein Mega-Duell gehabt. Es hat richtig Spaß gemacht. So much fun, thank you so much. Thank you, Father. Unsere Reifen sind richtig am Ende. Wir sind nur noch am Rutschen. Ich weiß nicht, wie wir morgen 1 oder vielleicht 2 Qualifyings, wenn wir Top 10 wiederkommen, und ein ganzes Rennen schaffen sollen. Wir sind nur noch am Rutschen, untersteuern, ohne Ende. Guckst du dir an hier? Ein bisschen was ist noch da. Es ist schon was anderes als mit neuen Reifen. Aber wie gesagt, ich habe mich noch nie über einen 6. Platz so sehr gefreut, Leute. Es hat mega Laune gemacht. Und ich bin immerhin 2 weitere Pünktchen jetzt vor Günther Burak. Das heißt, ich bin weiterhin 5. in der Meisterschaft und jetzt schon mit 8 Punkten Vorsprung. Das heißt, Günther müsste morgen im Rennen 4 Positionen vor mir landen. Es sei denn, er mal 1., 2., 3. sind noch mehr Punkte, um vor mir zu sein. Also, es ist eine machbare Aufgabe, das Ziel für die Meisterschaft, eben Top 5 zu erreichen. Das ist ja mega. Aber jetzt bin ich auch erstmal ziemlich fertig. Wie gut gekämpft. Danke. Wir haben gesehen, wie du in der Kurve da hast ihn wirklich geholt. Ja. Sensationell. Was für eine Platzierung hast du? Was hast du für eine Platzierung? Ja, vorletzter, drittletzter. Nee, ehrlich? Bist du rausgerutscht? Ja, ja. Ach was? Ja, nochmal einen überholen, dann hast du rausgeflogen. Okay, jetzt Frage der Fragen. Hast du genau das gewettet oder? Nein. Happy Birthday to you. Congratulations. Hast du sogar Geburtstag? Burak Günze. Platz Nummer 6, ein beinharter Kampf auf Biegen und Brechen und ich hab gedacht, der Michi springt mir vom 3. Stock freiwillig runter. Ich hab's nur gesagt, wann der Mann auf der 1 ist. Es ist Platz Nummer 6 geworden. Spielkind-Racing mit Felix von der Waden. Herzlichen Glückwunsch. Aber morgen. Oh, morgen, ja, mal schauen. Gratulation. Danke. Ich hätte es mir anders. Wie ein Sieg an heute. Muss ehrlich sagen, es ist wirklich haben wir noch eine schöne Medaille abgestaubt. Happy Birthday! Thank you! Congrats! Tomorrow we will do the yeah. Tomorrow we will see. We will haben die Nerven gehalten. Gestern hat wieder gezockt mit der Sportfahrrad.de. Oh, nicht vergessen, Leute. Speaking Racing Shirts gibt es jetzt eben noch die letzten paar Tage. Zum letzten Mal in diesem Jahr und zu jeder Bestellung gibt es noch eine Autogrammkarte dazu. Zu finden und es geht aufs Podium für unseren Steirerwen Michael Zieser. Herzlichen Glückwunch! Der hat einen 3. Platz heute gemacht. Der kriegt eine schöne Trophäe. Mal sehen, ob ich das noch hinbekomme dieses Jahr, Leute. Ich muss sehr viel Glück haben, dass das passiert. Aber mal sehen, was morgen geht. Und jetzt schauen wir hier. Der zweite heute. Der zweite Platz da schon vorzeitig. Das ist die. Der hat mit seinem 2. Platz heute die Meisterschaft gesichert. Der ist damit jetzt Meister der Rookie Challenge 2017. Nämlich unser Mann aus der Schweiz, Grilzi. Platz Nummer 2 ist damit 1 Punkt morgen nicht mehr einzuholen. Unser David Freiburghaus. Also herzlichen Glückwunsch David zur Meisterschaft. Ich kämpfe dann morgen nochmal weiter um Platz 5. Und jetzt muss ich erstmal viel Schlaf aufholen, damit das morgen alles klappt. Mach's gut. Ciao. Du sitzt da wie, als wenn du im Krieg wärst oder so.